Hallo, ich bin Sarah Bauer und ich stehe hier gerade vor dem Klimacamp, das von verschiedenen Klimagerechtigkeitsbewegungen aus Augsburg initiiert wird. Wunderbar, Sarah. Hallo, grüße dich. Wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf? Ihr kommt mir alle sehr jung vor hier. Ich bin 16, aber wir haben hier im Camp alles zwischen 11, 12 bis Open End. Okay, also keine Altersgrenze, weder nach oben noch unten. Ja, genau. Okay, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal rüber ins Camp und da unterhalten wir uns mal ein bisschen. Wie lange seid ihr denn jetzt schon hier? Heute ist der 56. Tag. Der 56. Tag und du bist jeden Tag da? Genau, also nicht ganz. Es gab auch ein paar Tage, an denen war ich nicht da, aber ich bin die meiste Zeit hier, ja. Wahnsinn. Du warst gestern, glaube ich, irgendwo in München auf einer anderen Geschichte? Ja, genau. Ich war im Klimacamp in München und habe die da besucht. Okay, ja, wunderbar. Genau, ja. Du, setzen wir uns doch da hier hin. Bist du auf und ich auf der Bank. Jetzt machen wir mal kurz einen Rundblick von hier aus am Klimacamp. Wir haben vorhin einen seltsamen Menschen gesehen, der ein bisschen rumgepöbelt hat. Das ist schon öfters vorgekommen, sagst du, aber ist nicht die Regel, oder? Nee, also, naja, wie man es nimmt, es kommt mehr positives Feedback als negatives. Aber es gibt auch Leute, die, weil wir hier gerade so dauerhaft präsent sind, die einfach meinen, jetzt können sie auch mal kommen und jetzt können sie uns ihre Meinung ins Gesicht drücken. Aber teilweise auch sehr aggressiv und beleidigend. Sehr unflätig, ja. Ja, ja. Aber ihr kommt damit zurecht, glaube ich. Ja, das ist nichts, sehr was souverän. Auf anderen Demos nicht geben würde. Okay. Ja. So, Sarah, wir haben uns noch nie gesehen. Wir sehen uns heute zum ersten Mal tatsächlich. Und mich, wie viele andere Leser und Zuseher der neuen Szene, würde einfach mal interessieren, wie seid ihr auf die Idee gekommen, das hier zu machen? Und wie seid ihr in der Corona-Zeit hier so überhaupt durchgekommen? Wie könnt ihr das machen mit Masken und allem? Genau, also der Auslöser für das Camp hier war bevorstehende oder angekündigte Kohleausstiegsgesetz der Bundesregierung. Das eben besagt, dass wir erst 2038 aus der Kohle aussteigen, was nicht mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar ist. Das heißt, wir haben eben davor noch versucht, laut zu werden und nochmal zu protestieren gegen dieses Gesetz, dass es überhaupt verabschiedet wird. Das war am 1. Juli und dann am 3. Juli wurde es aber dennoch verabschiedet. Und dann war eben danach waren wir uns, weil es wird hier jeden Tag alles demokratisch neu entschieden. Das heißt, jeden Morgen, jeden Abend gibt es Plenars und da wird dann demokratisch, jeder wer da ist, darf mitentscheiden, entschieden. Und da haben wir eben gesagt, okay, wir bleiben jetzt hier und verknüpfen das gleich eben mit dem Druck auf die Stadt Augsburg auch, mit unseren lokalen Forderungen. Genau. Und jetzt mit Corona, also wir sind hier, ich meine, Fridays for Future und auch andere Klimagerechtigkeitsbewegungen hören auf die Wissenschaft, eben auch in Corona-Zeiten und eben deswegen auch achten wir natürlich. Wird einfach auf Hygiene geachtet, ja, genau, Masken werden im Camp, glaube ich, generell getragen. Ja, genau. Es ist, jetzt schwenke ich mal hier rüber, um das Camp zu sehen. Jetzt sind gerade alle aber irgendwie in den Zelten verschwunden oder so, gell? Ja, oder da steht, grad, sind, genau, also ja, sind das Camp-Leute oder Besucher? Ich glaube, das sind Camp-Leute, aber ich sehe es gerade nicht alle. Genau. Ja, okay, ist ja. Ja, die essen gerade da. Darf hier vorne raus. Ja. Genau, also wir achten hier auf, so gut es geht, einfach auf Abstand und generell einfach immer Maskenpflicht, außer man isst oder trinkt. Genau, und viel Hände desinfizieren. Also wer Lebensmittel anfängt, muss immer davor Hände desinfizieren und auf jeden Fall Maske auf. Und jetzt ausnahmsweise zum Interview haben wir gesagt, okay, Maske runter, damit man aufs Gesicht sieht. Ja. Und wir sitzen hier in deutlichem Abstand. Und Wind weht auch noch ganz schön kräftig. Ja. Dann sind wir hoffentlich gesichert. Ja. Was hältst du denn persönlich von diesem neuartigen Virus, von der Pandemie und unseren staatlichen Maßnahmen dagegen? Findest du es in Ordnung? Ja, ich finde es auf jeden Fall wichtig. Wie gesagt, also ich versuche so gut es geht einfach auf die Wissenschaft zu hören und ich glaube, das ist auch der Konsens einfach in unserer Bewegung und eben da auch auf Corona. Und wenn da die Wissenschaft sagt, okay, wir müssen aufpassen, wir müssen gewisse Maßnahmen einfach haben, dann finde ich das auch extrem wichtig, darauf zu achten. Und ich finde es auch gut einfach zu sehen, dass unsere Regierung, dass unsere Politik auch weltweit einfach weiß, wie man auf eine Krise reagieren kann. Und es gibt mir auf der einen Seite einfach auch Hoffnung, dass man das vielleicht in der Klimakrise auch kann. Nur, dass die Klimakrise einfach viel abstrakter ist noch als die Corona-Krise. Das ist wohl richtig, ja. Aber natürlich trotzdem vorhanden. Ja, das natürlich. Ist so, ja. Ja.
Du, wie habt ihr das hier mitbekommen? Wie ist es für dich selber mit der Geschichte mit Kontaktverboten quasi oder Kontaktgeboten? Hast du deine Großeltern gesehen? Hast du überhaupt noch welche in der Zeit jetzt hier? Ja, also ich habe Großeltern, aber die habe ich eher wenig gesehen. Aus Vorsicht, oder? Ja, auch. Also vor allem gerade in der aktiven, also in der Lockdown-Phase und so, da habe ich sie auf jeden Fall nicht gesehen. Jetzt schon ab und zu wieder, aber halt auch einfach mit Vorsicht, weil ich die ja nicht gefährden möchte. Aber klar, mit Kontaktbeschränkungen, ich meine, die galten ja für mich und für alle anderen Aktivisten und Aktivistinnen auch. Wir haben relativ früh unsere Plenars eben auf Videoplenars verlegt, genau. Und also Fridays for Future und auch die anderen Klimagerechtigkeitsbewegungen, die waren nicht tot. Wir haben weitergearbeitet, aber natürlich, es hat auch uns gelähmt und es war anstrengend, ja, weil... eigentlich jeden, ganz klar, ja. Genau, ich glaube, das hat einfach jeden ein bisschen mitgenommen, einfach zu Hause isoliert zu sein, die Leute nicht mehr persönlich zu sehen. Ich glaube, das war für alle schwierig und auch für uns. Vor allem auch einfach dieses... Also ich habe immer so einen gewissen Drang, auf die Straße zu gehen und laut zu sein und dass ich wirklich sehe, okay, da kriegen das Leute mit. Und klar, auf Instagram und so, da weiß ich auch, das sehen Leute, aber da habe ich einfach nicht so diesen Bezug dazu. Aber eben auch bei Social Media, wir waren relativ gut darauf vorbereitet, bundesweit gesehen. Lokal war es für viele Ortsgruppen wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, weil wir bundesweit einfach viel auf Social Media unterwegs sind und einfach wissen, wie man damit umgeht und wie man das macht, dass man viele Leute erreicht, und hatten dann eben auch den Netzstreik, und das hat auch gut funktioniert, aber ich glaube so im... Den habe ich gerade mitbekommen, was war das? Genau, das war Netzstreik? Am 24. April gab es den bundesweiten Netzstreik, wo jeder dann was gepostet hat dazu mit Schildern und so. Also praktisch eine Demo auf Instagram oder auf Facebook oder so. Okay, die jetzt mich leider nicht erreicht hat, muss ich sagen. Genau, das... Aber passiert. Klar. Ja, da haben wir eben versucht, einfach Präsenz zu zeigen, dass man... Weil klar, die Medien waren voll mit Corona und das war auch gut so, aber da war halt nicht so der Platz für uns und eben, also was heißt für uns, nicht für die Klimakrise. Und die muss aber halt einfach im Bild bleiben, weil es langwierig gesehen einfach uns extrem schaden wird. Ihr hattet hier ja eine ganz, ganz aufsehenerregende Aktion vorm Rathaus. Eure Mitglieder, sage ich jetzt mal, Mitaktivisten, haben sich wie Leichen vorm Rathaus drapiert. Und dann, ich weiß nicht, wie war das Motto genau? Ah, das weiß ich auch nicht mehr genau. Ich glaube, an dem Tag war ich genau nicht da. Aber ich habe Bilder davon gesehen. Ich habe es selber gesehen. Sehr eindrucksvoll natürlich. Mit so Kreidezeichen um die Umrisse herum. Also wie Tatort Leichen so ungefähr. Ja, genau. Also sehr heftig. Ja. Und dann war auch noch irgendwie, zwei Leute von euch wollten, glaube ich, in eine Ratssitzung reingehen. Und dann kam gleich Polizei en masse. Ja, genau. Also, ja, eine Gruppe von Aktivisten und Aktivistinnen hier haben praktisch das Rathaus besetzt. Und das war 24 Stunden, also wir waren 24 Stunden hier, und es war einfach so, dass wir waren oben bei den Parteien und so und haben eben das Gespräch gesucht. Das machen wir auch immer noch aktiv. Und da kam eben gerade von der CSU und von der Oberbürgermeisterin, dass sie keine Zeit für uns hätte. Und da war ein Punkt erreicht, da war es für viele hier einfach, okay, dann kommen wir halt zu ihr. Und sie ist dann auch gekommen und dann konnten wir auch mit ihr sprechen. Aber wir haben leider wie immer den gleichen Satz oder die gleichen Sätze gehört, dass man drauf gucken sollte, was denn Augsburg schon alles Tolles macht und dass Augsburg ja schon so nachhaltig ist und dass sie uns versteht und dass sie es wichtig findet, aber das sieht man halt leider nicht in ihren Handlungen. Es ist quasi so, die Jugend ist halt ungeduldig, aber schaut mal an, was wir alles gemacht haben. Aber das stimmt sicherlich auch aus meiner Warte. Und klar, es ist das Vorrecht der Jugend, ungeduldig zu sein und Neues zu fordern. Ja, ich meine, wir fordern auch nicht Neues, sondern wir fordern ja wirklich aktiv Sachen, die schon beschlossen wurden. Die Einhaltung, okay, ja. Genau, und das macht, ja, es wirkt immer oft, weil wir eben so jung sind, viele, als würden wir einfach wollen, 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 aber wir fordern tatsächlich nur, was schon unterschrieben ist. Und eigentlich sollte das Mindeste sein, was die Politik macht, dass sie einhält, was sie schon beschlossen hat. Das sehen wir bundesweit. Das wäre eigentlich gar nicht verkehrt, gell? Nee. Dass man hält, was man sagt. Ja, das finde ich, ist auch gerade einfach eine sehr konservative. Und einfach das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Und wenn man eben da oft so auf Moral und so, also irgendwie, trifft bei mir auf jeden Fall auf Unverständnis. Das sieht man eben bundesweit beim Pariser Klimaabkommen, aber das sieht man auch lokal, dass zum Beispiel hier in Augsburg im Stadtrat 2012 einstimmig beschlossen wurde, Augsburg wird bis 2020 zu einer Fahrradstadt. Und seitdem ist halt
es fehlen immer noch sehr viele Fahrradstreifen und sonst was. Ich bin jetzt auch mit dem Radl hergekommen, ist es teilweise eine Katastrophe, wie das alles ruckelt und so weiter. Und dann ist man wieder auf der Straße und dann kommen Autos zwischen rein. Ja, es ist hier einfach kein Platz für RadfahrerInnen. Und uns ist auch einfach teilweise sehr, sehr gefährlich. Und da wird trotzdem, da kommt dann von oben, man möchte kein Verkehrsmittel bevorzugen. Aber aktuell sieht man ganz klar, dass Autos eben bevorzugt werden. Und es ist ja nicht nur so, dass es umwelttechnisch, sondern es hat auch einfach, es bringt eine ganz andere Lebensqualität, wenn wir einfach eine autofreiere Innenstadt hätten. Ja. Es wäre ruhiger und so weiter, glaube ich schon auch. Ja. Andererseits wirtschaftlich und so, wie die Leute einkaufen gehen, ist ein schwieriges Thema. Aber ich finde toll, was ihr macht und dass ihr euch überhaupt engagiert. So. Ist eine tolle Geschichte. Du, noch eine andere Frage. Du hast vielleicht auch hier miterlebt, als jetzt hier richtig heiß war und der Maxstraße richtig was los war, dass da ganz, ganz viele Leute Party gemacht haben. Am Rathausplatz, die Seite der Decke über. Wie ist es für dich rübergekommen? Waren die unvorsichtig, extrem unvorsichtig? Würdest du das für dich gesehen verurteilen, wie die Leute sich teilweise zu nahe und ohne Abstandsregeln zu beachten verhalten haben? Ja, auf jeden Fall. Also ich fand's, ja, man guckt in die Stadt und man hat irgendwie das Gefühl, die Leute haben schon wieder vergessen, dass wir eigentlich noch in einer globalen Pandemie stecken. Ja, genau. Und natürlich, wir sind draußen an der frischen Luft, aber zumindest Abstand halten sollte eigentlich einfach noch vor allem bei so großen Menschenmassen einfach noch, sollte man halt einfach noch machen. Weil man sieht ja auch, die Zahlen steigen wieder. Klar, das hat auch viel mit ReiserückkehrerInnen zu tun, aber ist auch trotzdem einfach noch wichtig, dass diese Krise jetzt nicht einfach zu vergessen so, oder zu verdrängen, genau wie man es eben mit der Klimakrise auch macht. Die schiebt man einfach sich weg und mich betrifft es ja gerade noch nicht. Und deswegen, das Leben geht weiter und ich will mehr in Urlaub und will mehr Spaß haben. Ja. Was machst du sonst eigentlich? Du bist jetzt 56 Tage hier mit kleinen Unterbrechungen. Bist du Schülerin noch? Gehst du noch zur Schule oder hast du die Schule jetzt komplett unterbrochen wegen dem Camp? Nee, ich hatte meine Abschlussprüfungen eben zu Anfangszeiten von dem Camp noch. Da war ja noch Schule und ich habe jetzt meine mittlere Reife fertig gemacht und ziehe jetzt dann nach Göttingen vermutlich. Nach Göttingen? Okay. Ja, und mache da... Ja, arbeite ich konkreter an einem Projekt von Fridays for Future. Okay, also voll engagiert und voll drin. Ja, wunderbar. Was würdest du noch den Augsburgern sagen wollen überhaupt? Was kann man hier, was sollen sie mehr beachten? Was sollen sie besser machen? Oder ich weiß nicht, was sie schon sagen. Genau, also natürlich jeder kann im einzelnen Bereich auch klimafreundlicher leben und auf Corona-Maßnahmen achten. Aber ich glaube, gerade beim Klima muss man einfach auch politische Haltung zeigen. Weil eben natürlich, es bringt, einzelne Taten bringen, wenn es ganz viele machen, schon was. Aber für viele sind eben die Rahmenbedingungen nicht gegeben. Es kann sich leider nicht jeder leisten, sehr nachhaltig zu leben. Das sehen wir ja auch, das wird uns ja auch oft angekreidet. Aber wir sehen eben, dass die Rahmenbedingungen für gerade ärmere Menschen oder so einfach nicht gegeben sind. Der ÖPNV ist nicht gut genug ausgebaut, dass Leute das Auto stehen lassen können von weiter weg und so. Und da einfach auf die Straße gehen mit laut sein, einfach Haltung zeigen dagegen, wie das aktuell in der Politik gehandhabt wird. Und sich engagieren und mit dem Rad in die Stadt fahren. Ja. So. Gut, Sarah, ich wünsche euch viel Erfolg, ich wünsche dir viel Erfolg und ich danke fürs Gespräch. Dankeschön.